Und schon bin ich wieder da. Das funktioniert hier fast wie mit Zauberei. Ja, mir geht es gut. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe einen wunderschönen Duft. Ich habe was zu trinken. Ich habe ein Spielzeug, Bücher. Oh, und guckt euch das mal an. Das sieht gut aus, ne? Ja, und ich erkläre euch auch gleich, was das ist. Das heißt, ich weiß es selber nicht so ganz genau. Naja, gut. Wir werden es noch herausfinden, sagen wir es mal so. Ja, heute ist der Tag des guten Nachbarn. Ja, ein guter Nachbar. Eine gute Nachbarschaft ist, finde ich, immens wichtig. Und bei uns klappt das hier vorzüglich. Also, ich muss sagen, hier ist wirklich eine sehr angenehme und freundliche Gemeinschaft. Nennen wir es mal Gemeinschaft. Also das ist auch wirklich so, wenn im Winter mal jemand eben nicht so kann, weil er älter ist oder keine Ahnung oder es vergessen hat, dann ist garantiert irgendein Nachbar da, der auch gerade noch die paar Meter gerade mitmacht. Und dann, sowas finde ich immer total nett. Und dass man ein bisschen auf sich gegenseitig aufpasst, ist eine richtig schöne Idee. Eine Nachbarschaft, die ich total toll fand, ist von Hör mal, wer da hämmert. Und ihr wisst ja, der Mann, den man nur bis hier sehen kann, nur die Augen und den Hut, er ist ja leider vor ein paar Jahren verstorben. Wilson, hieß er Wilson? Ich glaube, er hieß Wilson. Ich und Name, es ist echt die Pest. Jedenfalls, hör mal, wer da hämmert, falls ihr das nicht kennt. Ich liebe diese Serie. Ich würde Tim auch sofort heiraten, weil er ja so ein liebenswerter. Er ist kein Trottel. Er ist ein Schluffen ist er auch nicht. Er ist jedenfalls liebenswert und er ist ein bisschen neben der Spur. Und neben der Spur finde ich es immer sehr okay. Er ist halt, ja, weiß ich auch nicht, tollpatschig. Er schafft es immer wieder, nicht den Ölfleck zu nehmen, sondern gleich die Friteuse. Und wenn Wilson ihm irgendwas erklären will, weil er geht ja immer hin und sagt, oh, ich habe da was gehört, ne? Und Wilson versucht ihm das dann richtig fachlich zu beantworten und er wirft dann alles durcheinander. Ich finde ihn absolut liebenswert und ich finde die Ehe, die er mit Jill hat, eigentlich vorbildlich. Also die beiden zusammen sind auch einfach klasse. Ja, hör mal, wer da hämmert. Tim Taylor, der Heimwerkerkönig, hat halt eine Sendung, die heißt Tooltime. Da arbeitet er zusammen mit seinem, ja, er ist eigentlich sein Co-Moderator, Al. Al hat es aber lang und dreckig drauf. Also was Heimwerken angeht, kann man dem nichts vormachen. Tim ist ja eher derjenige, der mehr Power ruft und schon geht alles daneben. Er hat drei Söhne und er ist eben auch verheiratet oder auch verheiratet, sowas Quatschiges. Er ist verheiratet mit Jill und Jill ist auch jemand, die sehr schlagfertig ist und die beiden können sich so das eine oder andere Duell halt auch mal liefern, aber immer in einem, naja, nicht immer, aber meistens in einem sehr respektvollen Ton. Tim ist nicht bösartig und ich glaube, das schätze ich an ihm. Er ist schlagfertig, er haut auch mal daneben, aber letztendlich ist er nicht böse oder es stecken keine bösen Absichten dahinter. Es sei denn, er ist im Weihnachtsstress mit, ich glaube, es ist ein Zahnarzt oder so, ein Rentner, der, ja, da ist dieses Wettrüsten, wer mehr Lichter auf dem Dach hat und so weiter. Die Weihnachtsfolgen sind ganz, ganz mega toll. Ja, und Wilson und ist halt der perfekte. Ja, Nachbar. Ob er halt hilft, wenn irgendjemand Probleme hat, Eheprobleme, Probleme bei der Erziehung mit den Kindern, wenn irgendwas nicht so läuft oder wenn vielleicht mal ein Weihnachtsmann gebraucht wird, Wilson ist zur Stelle. Ja, also wenn ihr es noch nicht gesehen haben solltet, kann ich euch das nur wirklich ans Herz legen. Es ist wirklich klasse und man glaubt auch gar nicht, dass die beiden nicht wirklich verheiratet sind. Ich habe damals, Sina hat das damals immer geguckt, aber da hatte ich überhaupt gar keine Zeit, irgendwas zu gucken. Und dann habe ich immer nur gedacht, was guckt die da? Irgendwas mit Heimwerkern und mit Sägen und Bohren und habe ich nie verstanden, warum sie sich das anguckt. Habe aber gar nicht gemerkt, dass das ja immer nur Ausschnitte waren. Also 90% oder 75% irgendwo dazwischen spielt ja zu Hause und diese Fernsehsendung ist eigentlich immer nur
kurz oder das ist nicht so lang. Meine Lieblingsfolge ist, wie sie zu Hause renovieren und er es doch tatsächlich schafft, die Wand zum Schlafzimmer mit dem Vorschlaghammer kaputt zu hauen. Und Elle hatte ihn mal wieder gewarnt. Ja, also hör mal, Wer da hämmert, ist eine ganz, ganz tolle Serie. Das Einzige, was ich nicht mochte, ist die letzte Staffel. Da ist es nicht mehr Tim. Da ist Tim sehr schwermütig und nein, da ist er nicht mehr der Tim, den ich gerne gesehen habe. Also, hör mal, Wer da hämmert, von mir und wahrscheinlich auch von Sina eine richtig fette Empfehlung und eine vorbildliche Nachbarschaft. So, mein Spielzeug für heute. Es tut mir auch sehr leid, falls ihr euch für Spielzeug nicht interessiert, aber ihr müsst da mit mir durch. Müsst ihr natürlich nicht, aber ich freue mich, wenn euch das vielleicht auch interessiert. So, und zwar ist das hier Miraculix. Ihr kennt ihn von Asterix und Obelix. Er ist ja der Herr der Tränke. Er ist ja dafür zuständig, dass der Zaubersaft immer fabriziert wird. Und dafür hat er diesen Kessel und er hat, ihr seht es, Misteln, die gehören da nämlich auch rein. Ach, ich finde das toll, er kann sogar die Hände bewegen und so weiter. Und vor allen Dingen in dem Topf ist ein Spiel. Seht ihr das? So ein Geduldsspiel, Geschicklichkeitsspiel. Also kein Spiel für mich. Ich habe es daher nicht so mit, ich bin ja nicht die geduldigste. Aber ich bin jetzt auf der Suche nach kleinen, giftig grünen Perlen. Und die möchte ich ganz gerne, oder so Kügelchen, und die möchte ich hier eigentlich ganz gerne draufkleben, dass das so ein bisschen aussieht. Und der muss auch noch ein bisschen schöner, so hier mit Gold oder so, oder schwarz. Mal gucken, wie er wird. Ja, auf alle Fälle war ich auch sehr glücklich, dass ich den irgendwo auf dem Flohmarkt entdeckt habe. Er stammt von McDonald's aus dem Jahre 2008, also es ist schon ein etwas älteres Schätzchen. Ja, nichtsdestotrotz, es wird geliebt. So, ich hatte eben, schwebt mir schon länger durch den Kopf, mir macht das eigentlich total Spaß, mit euch zu lesen, beziehungsweise irgendwie finde ich dieses Gefühl schön, dass ihr gerade genau das Gleiche lest, was ich lese. Und ich wollte euch halt den Vorschlag machen, ob ihr Lust habt, mit mir dieses Buch zu lesen von Ottfried Preußler, Krabat. Es ist, das weiß ich, ziemlich gruselig. Ich habe das Ganze zur Abstimmung bei Instagram reingestellt. Momentan ist es ein fast Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich hatte nämlich gefragt, wollen wir es lieber im Winter lesen oder jetzt gleich? Und ich glaube, jetzt gleich stand eben bei 12 oder 13 und im Winter 15. Letztendlich hoffe ich nicht, dass ich das Zünglein an der Waage sein muss. Worum geht es bei Krabat, falls ihr es nicht kennen solltet? Es geht um einen Jungen, ich glaube, Krabat ist Waise, und er zieht mit diesen Adventssängern, diesen drei Königssängern, zieht er halt durch die Gegend und er wird geplagt von Träumen. Und da geht es immer: Krabat, komm zu der Mühle. So, und irgendwann kann er diesem Ruf einfach nicht mehr widerstehen. Er nimmt sein Bündel, lässt die anderen halt in der Scheune da weiter schlafen und er verschwindet und macht sich auf zu dieser Mühle. Der Müller nimmt ihn auch sofort auf und sagt: Okay, hier vorne, da kannst du schlafen. Und er sieht, es ist, ich weiß gar nicht, ist es der Dreikönigstag oder ist es, ich will. Oder ist es ja Neujahr? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf alle Fälle sind die anderen Pritschen sind alle leer und er wird jetzt halt dort Müllerjunge. Die anderen Burschen sind auch da, aber die mussten in der Nacht arbeiten. Und dass mit dieser Mühle irgendetwas nicht stimmt, könnt ihr euch schon fast denken. Die Mühle im Koselbruch wird von den Leuten gemieden, da geht keiner freiwillig hin. Und der Müller ist halt auch sehr verschrien. Es ist eine Geschichte, die mir als Jugendliche völlig an die Nerven gegangen ist. Dina weigert sich bis heute, dieses Buch zu lesen. Ich weiß, dass es sehr oft auch in der Schule gelesen wird. Ich fand es einfach sehr, sehr gruselig und ich kriege, ja, es gruselt mich auch heute noch, wenn ich daran denke, an den Müller und was da alles passiert. Aber nichtsdestotrotz ist es genial. Es hat auch schöne Momente. Es hat auch eine Liebesgeschichte oder Liebesgeschichten, die
sehr häufig nicht gut ausgehen. Aber mehr darf ich euch da auch nicht verraten. Ihr wisst ja, Mühlen haben ja sowieso so etwas an sich. Wir leben ja hier auch an der oder im Mühlenkreis im weitesten Sinne. Und von daher, hier gibt es sehr, sehr viele Mühlen. Und die Müller waren ja immer irgendwie zauberkundig, mit dem Teufel im Bunde. Aber auf alle Fälle war das ja meistens nichts Gutes. Ich weiß gar nicht, wisst ihr, warum die Müller in diesem Ruf standen? Lag das nur daran, weil die Mühle vielleicht ein bisschen außerhalb lag? Aber daran alleine kann das ja eigentlich nicht liegen, oder? Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, lasst es mich wissen, warum die Müller immer ja diesen Nimbus haben, ein bisschen unheimlich zu sein, ein bisschen gefährlich zu sein. Ja, es hat auch den Deutschen Jugendliteraturpreis gekriegt. Ich weiß nicht wann, ist auch egal. Preise interessieren mich eigentlich nicht so, weil für mich ist das nicht unbedingt wirklich ein Qualitätssiegel, aber dieses Buch hat es wirklich verdient. Ottfried Preußler gehört sowieso zu einem meiner Jugendbuch, Kinderbuch, Lieblingsautoren. Ich habe den als Kind hoch und runter gelesen. Darüber Hotzenplotz, die kleine Hexe, der kleine Wassermann. Obwohl, war das Karl Grund? Oder war das auch Ottfried Preußler? Ich glaube, es war auch Preußler. Ich weiß es jetzt nicht genau, bei dem einen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber auf alle Fälle, Ottfried Preußler hat mir immer gut gefallen. Die Abenteuer des starken Vanya, er hat ja auch die Rübezahl-Sachen gemacht. Ein toller Autor. Sehr, sehr gruselig. Ich sage es gleich dazu. Es ist sehr gruselig. Also, wenn ihr Lust habt, mit in die Mühle im Kuselbruch zu kommen, es ist ja auch verfilmt worden, aber ich fand, das war grottenschlecht. Also, habe ich mich geärgert. Da wird mal eins meiner Lieblingsbücher verfilmt und dann so schlecht. Ja, es soll das auch als Hörbuch und nee, als Hörspiel. Ich weiß jetzt gar nicht, bei Spotify geben oder so. Es wurde mir eben noch empfohlen. Also ich hatte noch eine Privatnachricht dann bekommen und dann hatte eine Abonnentin gesagt, das gibt es auch als Hörbuch oder Hörspiel. Aber bei mir ist das halt so, bei mir in diesen vielen Jahren, die Krabat mich jetzt ja schon begleitet, ist es halt so, dass die Stimmen, also jeder hat da seine Stimme, ob es der Müller ist oder ob es Krabat ist oder Tonda oder Michael oder so, die haben, oder wie heißt denn der so ein bisschen dümmlich ist? Jarusch, Janusch? Auf alle Fälle, die Stimmen habe ich halt in meinem Kopf und im Hintergrund hört ihr Sina niesen. Ich hatte erst gedacht, Emmy würde anfangen zu bellen, aber nein, es ist mein Kind. Mal gucken, die war irgendwo anders im Haus, egal. Lassen wir sie niesen. Ja, also wenn ihr Lust habt, Krabat wird jetzt auf alle Fälle, ich weiß nicht, ob ich heute noch dazu komme, aber ich denke mal, spätestens morgen oder übermorgen würde ich gerne damit anfangen, es sei denn, ihr habt euch dagegen entschieden. Ich halte es denn doch sehr demokratisch, wenn das Volk sagt, also nicht das Volk, aber wenn ihr sagt, lese es lieber im Winter, lese ich es halt im Winter, dann kommt jetzt erst ein anderes Buch und dann denke ich mir was anderes aus. Und ja, aber euer Wille geschehe, zumindest bei diesem Buch. Ich habe angefangen mit Brian Kemp, der Straßenmagier, die Götter von New Orleans. Ich bin jetzt auf Seite 55. Geht's denn noch? Schlecht. Na, dann geht's ja noch. Wenn es sehr schlecht ist, dann müsste ich vielleicht eingreifen. Der Straßenmagier von New Orleans ist halt jemand, ein Halbling im Grunde genommen. Also er hat seinen Vater, den kennt er nicht, er weiß nicht, wer das ist. Seine Mutter war eine normale Menschenfrau, aber mit seinem Vater, da muss wohl irgendwie ein Gott seine, naja, nicht vielleicht seine Finger, aber vielleicht was anderes auch noch im Spiel gehabt haben. Und herausgekommen ist halt er. Wie heißt er denn nochmal? Jude. Jude kommt jetzt ganz schnell in Schwierigkeiten. Er leidet wohl immer noch unter diesen Auswirkungen vom Hurricane Katrina. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber das muss ihm richtigen Knacks gegeben haben. Es ist auch ziemlich magisch, das Buch.
Ich werde es auch gerne weiterlesen, aber im Moment habe ich es zur Seite gelegt und ich zeige euch jetzt warum und dann werdet ihr es verstehen. Das hier gehört dazu. Ich habe nämlich heute oder wir haben heute ein Päckchen bekommen und in diesem Päckchen, das haben wir aufgemacht und dann war da eine schwarze Lackbox, ganz geheimnisvoll. Da lag ein Brief drin mit einem richtigen Siegel. Einer für mich, einer für Sina. Dann war da noch ein, dann war noch ein schwarzes Briefkuvert, dann war noch ein Klebetattoo dabei und diese Flasche mit einem, sieht wie ein Zauberelixier aus, da steht Angelika dran. Ja, keine Ahnung, das Rätsel wird sich wohl im Laufe der Zeit lösen. So, dazu gehört Kerstin Gier. Vergiss mal nicht, was man bei Licht nicht sehen kann. Und ist das wohl ein Traum von einem Buch? Ich bin sowieso Kerstin Gier-Fan schon ganz, ganz lange. Das fing an mit Jule Brandt. Ja, Jule Brandt ist auch Kerstin Gier. Und die Bücher habe ich so gerne gelesen. Und wir haben sie so oft verschenkt und empfohlen. Wir hatten so unseren Spaß damit. Aber danach kam dann ja, ihr wisst es alle, die Edelstein-Trilogie. Und ich habe das Buch gesehen und ich wusste, ich muss es haben. Ich musste es haben, egal, sei es drum. Ich habe es, ich habe mich von meinem ersten Buch auch nie getrennt, obwohl ich jetzt den wunderschönen Schuber habe. Aber Kerstin Gier ist schon was ganz Besonderes. Ich bin mit Silber nicht klargekommen, das sage ich jetzt auch gleich dazu. Das hatte aber nichts mit Kerstin Gier oder ihrem Schreibstil zu tun, sondern ihr wisst, wenn ihr es gelesen habt, wisst ihr, dass es dort einen kleinen Westi gibt und dem geht es da nicht so gut oder dem geht es eher an den Kragen. Und ich habe es gelesen und das war gerade die Zeit. Ihr wisst ja, wir hatten vor Emmy, hatten wir einen kleinen Westi, unsere Püppi. Und Püppi wurde halt zu der Zeit schon sehr krank und wir mussten sie dann einschläfern lassen. Und das war genau die Zeit, wo ich angefangen hatte mit Silber und dann bin ich zu dieser Stelle gekommen und ich konnte dann einfach nicht mehr weiterlesen. Es ging einfach nicht. So, und von daher, ich hoffe, dass hier nicht so, so etwas wieder passiert. Ich habe ganz ehrlich eher Wolkenschloss, heißt es, glaube ich, völlig verpennt. Es steht aber bei uns auf der Wunschliste. Das wird auf alle Fälle noch gelesen und ich freue mich so auf Vergissmeinnicht und schaut euch das an. Ist es ein Traum? Und wenn ihr das abmacht, geht der Traum weiter. Es ist bildschön. Und ich vertraue der Kerstin Gier. Ich bin immer gut mit ihrer Schreibe klargekommen und ich glaube, dass das fantastisch ist. Ich bin jetzt auch, ich musste natürlich schon mal reingucken, das gehört sich ja so, ne? Ich bin dann noch gerade auf Seite 25 gekommen und da geht es schon sehr spannend zu. Da wird ein Junge und ein blauhaariges Mädchen, die werden gerade gejagt und es fängt schon spannend an. Das kann ich euch schon mal versprechen. Also darauf freue ich mich gerade ungemein. Darum muss jetzt der Straßenmagier leider noch ein bisschen auf mich warten, aber das würde er sicherlich verstehen, wenn so ein zauberhaftes Buch auf meinen Tisch kommt, dass ich das erstmal lesen muss. Ja, was habe ich euch noch zu berichten? Plant Witchery habe ich jetzt nicht heute gelesen, bin ich einfach nicht zugekommen. Ich bin mit dem Tiger durch, also wie man einen Tiger fängt. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Nein, das hatte ich euch noch nicht erzählt. Ich habe das Buch jetzt aber auch nicht hier. Sina, bist du mal so lieb? Wo soll es denn sein? Wo soll es denn sein? Bei mir am Bett vielleicht? Oder so? Ich gucke. Egal. Vielleicht siehst du es ja. Wenn nicht, ist es auch egal, dann blenden wir es euch halt einmal ein. Ja, ich bin jedenfalls gestern Abend, ich sehe schon, mein Kind, die edle Finderin. Was würde ich ohne mein Kind machen? Ich wäre verloren. Mein Kind stellt gerade was bei Instagram ein. Ah, danke schön. So, also, wie man einen Tiger fängt. Ich habe das Buch durch. Ich hatte euch ja letztes Mal gesagt, dass es in dem Buch halt auch darum geht, dass Halmoni, also ihre Oma, einen Gehirntumor hat. Und das ist nicht unbedingt die Art und Weise, das ist nicht das, was ich gerne lese. Also wenn ich schon lese, Krebs, Alzheimer, Demenz,
bin ich nicht von der Partie dabei. Gut, okay, darauf war ich nicht so super vorbereitet, weil ich ja auch gedacht habe, dass sie vielleicht, dass der Tiger sie mit irgendeinem Bann belegt hat oder mit einem Fluch oder mit einem Zauber, dass es ihr schlecht geht. Dem war jetzt nicht so. Ich werde euch natürlich nicht sagen, ob der Tiger ein Betrüger ist oder wie die ganze Geschichte ausgeht. Ich kann nur sagen, dass sie mich doch sehr traurig gemacht hat. Sie hat mich halt getroffen. Gestern Abend kam Sina noch mal kurz rein und dann sagte sie, weinst du? Ich, nein. Was hast du denn? Ja, es ist gerade ein bisschen sehr sentimental. So, und ja, das sollte man halt wissen. Ich fand, und das muss ich leider auch dazu sagen, also das letzte, die letzten Seiten, keine Ahnung, wie viele Seiten es jetzt umfasst, war halt für mich ein bisschen undurchsichtig, ein bisschen verwirrend, aber ja. Aber wie gesagt, mich hat es halt ein bisschen gepackt. Ihr wisst ja, jeder hat eine andere Empfindlichkeitsgrenze. Meine wurde da angepiekst und von daher gut. Aber es ist ein sehr schönes, lesenswertes Buch. Ihr bekommt aber noch eine Einzelbesprechung dazu auf unserem Zweitkanal. Ihr wisst ja, das Bücherregal. Und jo. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Ja, wir... Nö, ist nichts mehr. Alle für heute. Aus. Aus die Maus. Ich habe nichts mehr zu erzählen. Also ich wünsche euch noch eine richtig gute Zeit. Passt auf euch auf. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns ganz, ganz bald wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann. Und da bin ich schon wieder. Ich hatte doch tatsächlich vor den Impressionen gedacht, dass das der Abschluss gewesen wäre. Aber nein, ich komme jetzt gleich direkt nochmal zu euch. Das heißt, ich bin ja schon da. Ja, heute hat Ingrid Noll Geburtstag. Wer Ingrid Noll nicht kennen sollte, sie ist so die große, makabre Dame des Krimis aus Deutschland. Alles fing an, oder so bin ich auf sie aufmerksam geworden, und meistens passiert sowas ja durch Verfilmungen, und dann gab es einen Ingrid Noll-Boom mit diesem Buch, Die Apothekerin. Ich weiß gar nicht mehr, wer sie gespielt hat. Ich vergesse immer ihren Namen. Ich mag sie jedenfalls sehr gerne. Ja, Die Apothekerin ist eben auch so eine Geschichte, ein Krimi. Es geht halt um... Ja, meine Apothekerin. Naja, egal. Auf alle Fälle ist es sehr, sehr schwarzer Humor. Und das zieht sich durch alle ihre Bücher. Ja, Ingrid Noll, die Apothekerin, habe ich irgendwann gelesen. Fand die ganz toll. Hatte auch die Verfilmung gesehen. Also sagen wir mal, ich habe erst die Verfilmung, dann das Buch gelesen. Fand das Buch noch viel besser. Und dann war erstmal bei mir eine ganze Zeit lang Ingrid Noll Ruhe. Bis ich... mir von meiner Schwester dieses Buch mitgenommen habe. Röslein Rot. Und ich finde, seht ihr dieses Kind, wie es aussieht? Ja, wenn man weiß, sie klebt vorne auf dem Ingrid Neubild Buch drauf, weiß man, dass es bestimmt kein besonders nettes Kind ist. Das ist genau wie bei der Apothekerin. Die sieht so aus, als wenn sie irgendetwas weiß. Ein Geheimnis oder etwas versteckt oder sonst irgendwas. Ich mag das. Also ich muss sagen, dass mich alleine die Cover von Ingrid Neuroman schon sehr ansprechen, meistens jedenfalls. Jedenfalls habe ich dann Röslein Rot gelesen und ja, sie hatte mich wieder voll am Haken. Das hat eine Lawine losgetreten. Sie hat ja halt die biederen, normalen Hausfrauen oder Damen, die dann irgendjemanden um die Ecke bringen und ihn schön verschwinden lassen.
Sehr schwarzer Humor, muss ich sagen. Und vor allen Dingen gute Ideen. Ich habe mich immer sehr gut amüsiert und es war eben so diese Faszination von, ach, nein, dass die das tun würde. Aber ihr wisst ja, es lauern mehr Leichen im Keller, als man immer denkt, oder hinten im Kleiderschrank. Ihr seht das? Ach, die richtig schön. Ich weiß gar nicht. Ich habe noch viel mehr davon. So, also Ingrid Neu an dieser Stelle von mir herzlichen Glückwunsch, obwohl sie den wahrscheinlich so nicht erreicht. Aber vielleicht gibt es ja sowas wie Telepathie oder Gedankenkräfte, die diesen Großhalt übermitteln. Dann habe ich noch für euch, ja, Charles Adams, der Erfinder von der Adams Family, hat heute Todestag. Das ist natürlich kein so erfreulicher Anlass, aber ich bin ihm absolut dankbar. Ich finde die Adams Family absolut großartig. Wir haben jetzt auch die Zeichentrickfilme, also die Zeichentrickserie gesehen. Und Tim Burton macht sich ja gerade daran, das Ganze nochmal zu verfilmen. Auf seine Art natürlich, aber er will sich wohl sehr an das Original halten, also auch an die Zeichnung von damals von Charles Adams. Im Gespräch, oder ich weiß nicht, ob es wirklich schon in trockenen Tüchern ist, da ist, dass Catherine Zeta-Jones in die Rolle von Morticia halt springen soll. Ich weiß nicht ganz genau. Sie ist natürlich wunderschön und alles. Ich weiß nicht, ob sie dieses Kühle wirklich gut rüberbringen kann. Ich fand ja Angelica Houston absolut toll in Szene gesetzt und sie hat das großartig gemacht, obwohl ich die alte Morticia natürlich auch sehr, sehr gern mag. Ja, wer die Adams nicht kennt, die Adams sind, ja, wer sind die Adams eigentlich? Die Adams sind jedenfalls eine Familie, die magische Kräfte haben, die sehr reich sind, die in einem fantastischen Haus leben. Alles ist dunkel, im Friedhof noch drumherum. Und die anders sind als andere Leute. Naja, wenn man magisch ist, ist das meistens auch schon so. Ich kann euch aber nicht wirklich sagen, ob sie eine Hexe ist oder ob sie Vampire, Monster, keine Ahnung, was sie sind. Sie sind halt die Adams. Und die Adams haben mich immer gut unterhalten. Ich mag sowohl die Serie als auch die Filme. Ihr habt halt Wednesday Adams von Christina Ricci natürlich super gut gespielt. Die andere aus der Serie sah daneben irgendwie noch ziemlich harmlos und süß aus. Aber naja, ihr kennt Christina Ricci, sie kann das natürlich wunderbar mit ihren riesigen, großen, braunen Augen. Und dann habt ihr Larch, das ist der Butler, der wunderbar Orgel spielen kann und ja, der sehr groß ist und wahnsinnig stark ist. Dann habt ihr noch den Onkel Fester, das ist er hier. Er kann, das ist sein Lieblingstrick, halt eine Glühbirne in den Mund nehmen und dann glüht die. Dann habt ihr noch die Oma. Ist die hier auch drauf? Nee, die sehe ich hier nicht. Ist sie da drauf? Da ist die Oma. Und ihr habt natürlich ihn hier noch, Pugsley. Pugsley finde ich eigentlich am uninteressantesten von der ganzen Familie. Keine Ahnung, er ist halt da. Und dann habt ihr noch natürlich Gomez und Morticia. Die beiden haben eine wunderbar schöne Beziehung. Sie können sich natürlich auch frei ausleben. Sie hat ja ihre Kleopatra, ihre Schlingpflanze, die sie immer füttert. Und sie lieben es, zusammen Tango zu tanzen. Und es ist eine sehr leidenschaftliche Beziehung, die beiden verbindet. Und ja, und er ist halt sehr, sehr reich. Er hat, keine Ahnung, wahrscheinlich ein glückliches Händchen bei allen möglichen Spekulationen oder vielleicht kann er das ja auch beeinflussen, keine Ahnung. Auf alle Fälle, was ich bei ihm so toll finde, er hat eine Modelleisenbahn. Das finde ich ja schon immer super sympathisch, wenn jemand sowas hat. Die er allerdings immer mal ganz gerne zum Explodieren bringt. Sie haben auch ein paar interessante Haustiere, sie sind halt eine Familie, entweder man mag so etwas oder man mag es nicht. Das war ja bei den Munsters anders. Die beiden standen ja in Konkurrenz, die Adams Family mit den Munsters. Bei den Munsters war das ziemlich klar. Ihr hattet halt die Frau Lilly, glaube ich, Lilly Munster, die hat ein bisschen was von Frankensteins Braut. Ihr hattet halt ihren Mann, der aussah wie Frankenstein. Ihr hattet Opa, das war ein Vampir. Der Sohn war ein kleiner Werwolf. Und dann hatten sie ja noch
die Nichte. Und das war so eine Blondine, ich sage mal so im damaligen Barbie-Style, die überhaupt nichts Dunkles an sich hatte. Aber die haben wirklich versucht, sich anzupassen. Die wollten also irgendwo dazugehören. Die Addams nicht so. Also ich bin ganz klar Team Addams. Ich mag die total gerne. Ich mag aber auch die Munsters. Nur wenn ich mir überlegen sollte, mit wem ich einen Tag verbringen sollte, würde ich das lieber mit den Addams als mit den Munsters. Beide haben so schöne Autos. Das muss ich dazu sagen. So, mein Spielzeug des Tages. Ich hoffe, ich ärgere euch auch nicht damit, aber ihr seid die einzigen außer mir, die sich vielleicht jetzt für mein schönes Hobby erwärmen können. Und ja, die anderen verstehen das alle nicht so, warum ich zum Beispiel Schreck liebe. Ja, und Schreck ist auch ein McDonald's-Spielzeug und er kann sprechen. Jawohl. Lassen wir ihn nochmal sprechen. Ein Druck auf die kleinen Schleife. Naja, gut, das war gerülpst. Ich hab's. Ich bin ein Oger. Und jetzt lassen wir es nochmal der Appetit anregenden Wirkung nochmal. Genau. So, das ist also mein Schreck. Ich bin jetzt super glücklich. Ich habe Peppy noch gefunden und den gestiefelten Kater und den Esel. Die werde ich euch alle mit jetzt so peu à peu mal vorstellen. Ja, ich warte immer noch darauf, dass mir Fiona und noch so ein Schreck über den Weg läuft. Und dann geht ein Päckchen ab nach Österreich zu einer Freundin von uns. Und die hat ein Terrarium. Da hat sie fleischfressende Pflanzen drin. Und sie sagt, in ihren Sumpf wird natürlich super ein Schreck passen. Also, sobald der da ist, dann gibt es den Schreck. Schreck ist eben auch einer meiner Lieblingsfilme. Ich fand Schreck ganz, ganz großartig. Ich mag diesen Mix zwischen Märchen und das alles wieder neu erzählt, in Mixer getan. Die gute Fee, einfach wunderbar. Ja, Fiona und Schreck, ich und Peppy und der Esel natürlich. Sind wir schon da? Ich liebe das. Ja. Ich hoffe, ihr hattet auch an Schreck euren Spaß oder sagt ihr, nee, Schreck mochte ich nicht. Ich weiß, es gibt ein paar ungute Szenen dabei, aber alles in allem, ich liebe es einfach. Es ist einfach grandios durchdacht und gemacht. So, dann kommen wir zu Otfried Preußler und zu Krabat. Ja, ich habe ja euch gestern abstimmen lassen bei Instagram und die Mehrheit war halt dafür, dass wir Krabat verschieben in den Winter. Also ab ins Regal nochmal. Ich hole ihn aber garantiert wieder raus. Ich gucke nochmal, wann es wirklich anfängt. Ich glaube, irgendwie nicht am Dreikönigstag. Ne? Es war in der Zeit zwischen Neujahr und dem Dreikönigstag. Also macht euch bereit. Nach Silvester geht's hiermit los. Kaum, dass wir Neujahr haben, starten wir dann mit Krabat und reisen zur Mühle. Ja, und jetzt ist leider etwas passiert. Ihr seht, es sieht ein bisschen anders aus. Und zwar ist die letzte Datei von der Aufnahme leider defekt gewesen. Ich war auch gerade dabei, mich abzutakeln. Ich hatte noch ein anderes Video für euch aufgenommen, wollte jetzt eigentlich den Abend einläuten, so richtig schön mit Gemütlichkeit, noch schnell mit Emmy noch eine Runde durch den Wald und dann in die Welt der Bücher abschweifen. Hatte aber nicht funktioniert. Es geht ja so nicht. Ich muss mich dann ja auch ordentlich von euch verabschieden. Beziehungsweise ist ja irgendwie ein bisschen komisch, wenn das abrupt dann mittendrin hält. Also weg ist. Also machen wir das jetzt nochmal. Ich sehe jetzt zwar nicht mehr ganz so frisch aus, aber das macht ja nichts. Was wollte ich sagen? Ja, wir waren bei Krabat. Bei Krabat ist leider die Datei kaputt gegangen. Ich kann euch sagen, ich mache es nie wieder, dass ich eine Umfrage mache. Hat einfach nur einen Grund. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich ein paar PNs bekommen habe und die haben halt Krabat gesehen und haben gesagt, okay, ich hole mir das Buch jetzt. Und ja, und jetzt habe ich es verschoben auf den Winter. Ich werde mich auch daran halten, nur das Einzige ist, das hat Sina mir eben nochmal gesagt und da hat sie ja auch vollkommen recht. Ihr wisst ja, bei uns hängt immer noch wie ein Damoklesschwert der Umzug über dem Kopf. Eigentlich nicht wie ein Schwert, sondern eigentlich möchten wir nur noch unsere Koffer nehmen und gehen. Aber es ist halt noch nicht so weit. Manche Dinge brauchen halt Zeit und
damit sie gut werden. Und vor allen Dingen brauchen wir gerade die Zeit, weil da noch einiges geklärt werden muss. Und dann geht es auch hoffentlich jetzt bald los. Nur, es dauert halt. Und das hatten wir so nicht vorhergesehen. Da müssen noch Sachen erledigt werden, da muss noch Sachen repariert werden und so weiter und so fort. Und es dauert halt noch. Und nobody knows, wann es jetzt wirklich losgehen kann. Und von daher tut mir das jetzt leid. Ich habe jetzt eben noch so in meinem Überschwank noch gesagt, wir machen das dann gleich in zwischen Neujahr und dem Dreikönigstag. Da beginnt Krabat ja auch. Krabat ist ja mehrere Jahre, also hier geht sowieso den ganzen Jahreszyklus dann durch. Nur, ich sage es jetzt schon mal, sollte sich da jetzt irgendetwas abzeichnen, dass es früher wird oder später wird, sage ich euch natürlich auch früh genug Bescheid und dann ziehen wir das entweder vorher durch oder danach. Auf alle Fälle, Krabat steht ganz fest oben bei mir. Das wird gemacht auf alle Fälle. Ich muss jetzt mal gucken, was ich stattdessen mit euch mache. Ja. Nur, wie gesagt, das hatte ich nicht so klug überdacht. Ich hatte gedacht, es war ja auch Wahlsonntag. Ich hatte gedacht, okay, dann machen wir ja auch mal eine Wahl. Und dann hatte ich das nicht bis in letzte Konsequenz durchgedacht. Aber ihr habt gesagt, im Winter, okay, ihr bekommt den Winter. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das dann mache. Ich weiß das im Moment noch gar nicht, wie es weiterläuft. Aber wir werden sehen. Ich bin ja guten Mutes. So. Ihr wisst, ich hatte gestern Post bekommen. Es ist für mich gerade ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, was ich schon so erzählt habe. War es Adenauer oder so, der sagte, was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Es ist zwar heute noch, aber wenn man so zwei Videos aufgenommen hat, das eine dann noch den Rest nochmal machen muss, hoffentlich wiederhole ich mich jetzt nicht. Gut, so, jetzt zu der Post. Kerstin Gier, vergiss mal nicht. Das schöne Cover zur Seite gelegt, damit nichts dran passiert. Ich lese es jetzt halt so. Es ist wirklich ein wahnsinnig schönes Buch. Es sieht toll aus. Ich bin jetzt auch schon auf Seite 104 oder so. Ihr seid gerade im Moment ja auch in dem Genuss, dass ihr dazu natürlich eine Schwemme von Rezensionen bekommt. Ich werde trotzdem langsam lesen, aber stetig. Also nicht ein Kapitel, so wie ich es jetzt bei Lemony Snicket gemacht habe, sondern in meinem Takt das jetzt halt durchziehen. Aber ich will das auch nicht auf die lange Bank schieben, weil ich weiß, dass es mich unter Umständen verunsichern kann, beeinflussen kann, umso mehr ich davon jetzt lese und höre. Ich will das jetzt erst einmal selber gelesen haben und dann gucke ich nochmal, was haben die anderen denn dazu gesagt, was ist mir entgangen unter Umständen, habe ich irgendwelche Sachen übersehen und von daher, ja. Außerdem, es interessiert mich. Ich will jetzt durch. Und es ist auch gerade spannend geworden. Und so, kommen wir zu den Punkten, die ich mir jetzt gemarkert habe. Also nicht, dass ihr euch wundert. Ich sage es nochmal, falls ich es eben schon mal gesagt habe. Es heißt nicht unbedingt, wenn hier jetzt so ein Zettelchen ist und ich gehe großzügig darüber, dass ich Geheimnisse hier habe. Das geht einfach nur darum, ich führe ja ein Lesetagebuch. Das heißt, ich mache mir ja immer Notizen. Ich schreibe mir die Hauptcharaktere und teilweise ihre Eigenschaften auf, was sie da machen, also so, dass ich sie auch wieder voll vor mein Kopfkino kriege. Und ich schreibe mir halt eine Zusammenfassung der Handlung auch auf. Und dazu gehören dann manchmal solche Punkte, dass ich das für mich nicht vergesse. Also das ist nichts Wichtiges jetzt für euch. Das sind auch Sachen, die ich vielleicht mal nachgucken will oder sonst was. Warum ich das gemacht habe, keine Ahnung. Das weiß ich, sodass ich nicht durcheinander komme. Das ist wieder mal ganz toll. So, es gibt irgendwann in dem Buch halt einen Unfall. Ich sage euch auch nicht, wen der betrifft und wie der ausgeht. Ich halte mich da ganz vornehm zurück. Das Einzige, was ich daran eben sehr interessant fand, und ihr wisst, wie das ist, es gab ja mal eine Zeit lang auch diese Promis, die da stand, oh, der und der ist gestorben und es stimmte überhaupt nicht. Dann kamen die Fans, haben schon geweint, haben getrauert, aber da war nichts außer heißer Luft, wenn überhaupt.
Und das funktioniert hier dann auch ähnlich, dass niemand eigentlich Genaues weiß, aber alle spekulieren und das Ganze wird aufgebauscht. Und man weiß wirklich nicht, was passiert ist. Was ist passiert? Ist derjenige tot? Ist er für sein Leben geschädigt? Hängt sein Leben noch am seidenen Faden? Hat er sich vielleicht nur einen blauen Fleck geholt? Keiner weiß was. Aber es wird ein Riesendrama drum gemacht. Und naja, Social Media ist daran ja dann auch mal wieder mit beteiligt. Und ich habe irgendwo, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung mehr, wer es war, der mal wieder totgesagt wurde. Und die leben ja bekanntlich besonders lange. Aber wie schnell man selber dabei ist, dann zu sagen, oh, der ist gestorben oder oh, der hatte einen Unfall oder was auch immer und oh, das gebe ich mal gleich weiter. Ich warte jetzt immer erst, bis die großen Presseagenturen, also wenn der Stern, Spiegel oder wenn NTV das durchgeben würde, in dem Moment sage ich, okay, dann wird es wohl stimmen. Oder wenn es wirklich um Tod geht oder so, Wikipedia ist da ja auch immer relativ flott bei der Sache. Aber ansonsten halte ich mich da jetzt erstmal vornehm zurück. Das war das eine. Das andere, es ist eben jetzt schwierig, weil ich das eben alles schon mal erzählt habe. Das war jetzt zum Beispiel ein Maler, den ich gerade für mich entdeckt habe, den ich mir angeguckt habe und nicht vergessen wollte. Das war das. Und ja, jetzt finde ich den Punkt so nicht. Aber es ist natürlich auch klar, wenn so etwas passiert und wenn ihr selber mal jemanden in der Familie oder im näheren Umfeld gehabt habt, dem irgendetwas passiert ist, ein Unfall oder eine Krankheit oder so irgendetwas, dann ist es natürlich klar, dass ständig gefragt wird, wie geht es ihm denn? Was macht er denn? Ist das wirklich so schlimm, wie man gehört hat? Und so weiter und so weiter. Und man selber kommt überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Wir haben das durch. Also bei uns war das halt eben auch so, dass ständig das Telefon ging und immer wieder gefragt wird, ja, wie geht es ihm denn jetzt und dies und das. Und irgendwann ist man einfach so, dass man gar nicht mehr reden will. Man möchte dann einfach auch mal wieder zur Ruhe kommen, man möchte einfach mal wieder eine Tasse Kaffee in Ruhe trinken oder sich vielleicht eine Stunde lang legen oder einfach mal aus dem Fenster gucken und einfach mal die Klappe halten. Kommt man da meistens nicht zu. Und ich habe das damals so gemacht, weil ich weiß ja, die anderen meinen das ja nicht böse, die möchten einfach auch nur wissen, die sind ja auch in Sorge, wie es dem anderen geht, dass ich das so gemacht habe, dass ich eine Person angerufen habe, halt aus der Familie oder aus dem Freundeskreis, mit der Bitte, so ist der Stand der Dinge, bitte gebt es weiter. Und damit war ich dann zu einem großen Teil entlastet. Und wenn ihr selber mal in so eine Situation kommt, es sei denn, ihr sagt, mir tut das gut, ständig darüber nochmal zu reden, dann ist das natürlich auch okay. Mir ging es dann irgendwann auf die Rassel, einfach weil ich wirklich mal dringend meine Ruhe haben wollte. Dann entlastet euch ruhig. Es ist euer gutes Recht, das steht euch einfach auch mal zu, dann zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht mehr darüber reden oder ich will nicht mehr darüber reden. Es war ja sogar so, man ging in den Garten, wollte vielleicht gerade den Rasen mähen und dann stand schon wieder ein Nachbar da. Und das Schlimmste war, was dann ja noch kam, die hatten dann immer Geschichten von irgendjemandem, dem Ähnliches passiert war und bei dem ist es noch schlimmer ausgegangen. Und der war noch jünger oder da waren noch Komplikationen, mit denen ja keiner rechnen konnte. Und letztendlich, es sah so gut aus und dann ist er doch gestorben. Und solche Sachen, das will man dann natürlich auf gar keinen Fall hören. Also auch da vielleicht manchmal ein bisschen Zurückhaltung signalisieren, wenn Unterhaltung gewünscht wird, bitte. Aber ansonsten halte ich mich da ein bisschen zurück, nicht aus Desinteresse, sondern einfach, weil ich weiß, dass Ruhe manchmal sehr, sehr wichtig ist, dass man die dann halt auch mal bekommt, um wieder Kraft zu tanken, um wieder ins Krankenhaus zu fahren oder sonst wohin. Ja, das war jetzt eigentlich so der Gedanke, den ich bei dem Buch jetzt hatte. Ich werde euch auch nicht allzu viel von der Handlung verraten, eben nur so viel unbedingt sein muss, damit ihr mit mir die Gedanken durchgehen könnt. Ich musste mich jetzt erst an den Schreibstil wieder gewöhnen, weil ich ja hauptsächlich entweder ich lese ja
ihr wisst ja, Fantasy, oder ich lese halt Middle Grade. Und das ist jetzt ja so ein Jugendbuch, New Adult oder Young Adult, irgendwo in diesem Dings. Und ich tue mich ja sehr schwer mit Umgangssprache, wenn das in Büchern auftaucht. Und hier ist es halt, dass Quinn, Min und sein Freund sich Bro nennen. Und das kenne ich zwar aus amerikanischen Filmen, aber es war sehr ungewohnt, das jetzt zu lesen. Klar, wenn so gesprochen wird, es sind ja nicht, oder sagen wir mal, Jugendliche haben ja auch ihre eigene Sprache. Das gehört dann natürlich auch in so ein Buch rein. Nur für mich war es jetzt erstmal wieder sehr ungewohnt. Ich habe auch zwischendurch mal wieder den Humor von Kerstin Gier durch die Buchstaben blitzen sehen. Das hat mich dann immer sehr gefreut. Aber für mich war es jetzt erstmal wieder eine Umstellung, da jetzt reinzukommen. Jetzt bin ich drin und jetzt will ich auch wissen, wie es weitergeht. So, und aus dem Grund mache ich das jetzt ganz kurz und schmerzlos. Bye bye, wir sehen uns. Bis dann, passt auf euch auf. Ciao.